Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen uns heute auf in Richtung Pablo Duarte. Ja, wir müssen ja mit dem Kollegen Marc ein bisschen quatschen. Wir haben uns in der letzten Folge den Autoschmuggel-Dings uns da geholt. Und Frank Pagani, der ist sauer. Der kommt jetzt gleich zurück. Das machen wir auf jeden Fall vielleicht noch in dieser Folge. Kann sein, dass wir direkt den nächsten gleich holen. Aber erstmal müssen wir mit Pablo Duarte reden. Moin, Kollege. Hey, hier rüber. Bin schon unterwegs, Kollege. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig. Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nein. Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Und um den kümmern wir uns gleich. Ich bin sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komme wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Gut, das ist das nächste Ziel. Aber in erster Linie möchte ich gerne noch was anderes machen. Und zwar mir mal die Telega angucken. Es geht nämlich daran, jetzt gleich Pagani zu holen. Die Frage ist, komme ich da jetzt irgendwie durch? Ja. Wie haben wir denn eine Kohle? 8000. Ah, vielleicht kriegen wir was hin. Die Frage ist, wie viel Kühe? Dass wir da ohne Probleme ich vermute, dass wir da nicht ohne Probleme reinkommen. Da kommen wir nicht rein, ne? Ah. Durch. Wenn du arbeitest, mach dich ran. Wenn nicht, verpiss dich von meinem Doktor. Wo kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da hin? Scheiße. Okay, wir brauchen Hilfe. Na komm. Ich bin am Hafen. Setz unsere Jungs auf diese Arschlöcher an. Na klar, bin gleich da. Die andere Seite. Euch. So, Abflug. Da kommt was heiß hinter dir. Pass auf deinen Arsch auf. Ich noch nie gesehen. Weiter so, wir schaffen sie. Verdammter Mist. Er hat einen von unseren Jungs gekillt.
Hab einen entdeckt, Jungs! Scheiße, meine Hilfe kann natürlich nicht helfen. Was? Oh, leck mich doch, ey, das ist nicht klar. War klar, ich war gerade im Heilenmodus und dann sagt er mir, dann haut er mir noch einen Rücken. Scheiße. Das war natürlich nicht jetzt das Geschickteste. Oh, wir sind, haben tatsächlich nicht Geld verloren. Jetzt hin. Ich mache das jetzt anders. Vielleicht kann mir gleich meine Leute helfen. Da steht die Karre. Auf jeden Fall fordert der Kerl Frank zu einem Rennen um die Papiere raus. Aber dann kriegt das Arschloch Muffensausen und tritt nicht an. Ich kann ihn ab. Riesenschwanz vor mir. Kommt jetzt hier runter oder was? Ne, das hören wir nicht. Scheiße, ist er tot?
keine Spur von ihm. Hab ihn! Hier drüben! Gute Nacht. Mach die Beine breit. Gleich wirst du gefickt. So, gute Nacht. So, und ich verschwinde gerade. Ich verschwinde hier rüber. So wie ich hergekommen bin. Tja, das willst du dir wohl gern. Aber wenn ich ehrlich bin, war das ja am Ende doch ein bisschen einfacher, als ich dachte letztendlich. Spielen, wenn ich ehrlich bin, gerade. Ja, hier steht unser Auto. Perfekt. Wow. Wir müssen hätten gar nicht angreifen. So, die erste Vorbereitung ist abgeschlossen, Pagani zu töten. Auf wen schießen wir denn? Rede mit Donovan. Der ist sogar hier vorne. Das heißt, wir hätten gar nicht wirklich weit rausfahren müssen. So, der Donovan ist hier oben, oder was? In dem Büro? Hey! Moin! Irgendwer in Hollands Organisation weiß was über die Abwürfe der Luftfracht. Finden Sie ihn! Okay, das weiß ich auch. Das war, dachte ich mir, wäre zu einfach gewesen, wenn der schon in die Ecke gewesen wäre. So, der nächste ist da oben. Und dann haben wir den auch direkt noch. Ach nee, das ist eine andere Mission, ne? Das ist eine komplett andere Mission. Was ist der denn? Ich dachte, so gut, das ist jetzt anderes. Wo ist denn da Donovan hin? Mit dem wir quatschen sollen. Ich dachte, wir müssen jetzt mit Donovan quatschen oder so. War das nicht irgendwie gerade was? Okay, das war ja das. Das ist ja eine komplett andere Mission, ne? Das ist ja eine komplett andere Mission. Was ist denn der? Wo ist denn Donovan? Wo ist denn Donovan? Ich dachte, wir müssen jetzt tatsächlich mit dem... Das wundert mich gerade wirklich. Weil irgendwo war ja ein Ziel, wo wir hin müssen. Und das wäre ja, wie gesagt, Donovan.
Zu wem? Teilerkennung. Also das ist der Vater von dem. Ah, okay, der komische. Ne? Das sind hier unten. Ach, das ist ein Rennen, okay. Ich dachte, wär, na gut. Gut, dann ist da wohl erstmal nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann holen wir uns den ersten der Vollstrecker. Dann machen wir weiter mit der nächsten Mission, die da heißt Schmuggel. Bis dann und tschüss.